Hallo Leute, ich habe heute ein für mich sehr emotionales Video. Viele wollten darüber ein Video haben. Ich habe in meinem letzten Faktenvideo über mich, das ich euch übrigens auch hier unten verlinke, gesagt, dass ich 7 Jahre lang auf einem Auge blind war. Sehr, sehr viele haben einfach gefragt, ob das durch eine Krankheit war oder wie das passiert ist und wie das funktioniert, dass ich jetzt wieder sehen kann. Nein, es war keine Krankheit, sondern ein, ich würde sagen, relativ schwerer Unfall. Und zwar war das 2001, ich war 7 Jahre alt. Es war kurz vor Weihnachten und ich wollte was basteln für Weihnachten. Und ich habe aber keine normale Schere gefunden, sondern nur eine Nagelschere. Und ich glaube, jeder von euch kennt Nagelscheren, die sind sehr klein, sehr spitz und eigentlich nicht zum Basteln gedacht. Aber ich habe gedacht, das funktioniert super und habe gleichzeitig eben ja, meinen Bruder etwas geärgert, wie man das unter Geschwistern halt oft so macht. Und dann hat er mich aus Versehen angerempelt und ich habe mir die Schere ins Auge gestochen. Allerdings haben wir das nicht gemerkt, sondern die Schere war offen. Ihr könnt euch das so vorstellen, die war offen und ich habe mir so ins Auge gestochen. Ich habe hier oben ein bisschen geblutet und wir haben eigentlich nicht gemerkt, dass ich mir ins Auge gestochen habe. Und ich habe nur direkt angefangen zu weinen, aber das Auge blutet ja nicht. Von dem her hat man das schlecht erkennen können. Und wir haben da auch ehrlich gesagt eigentlich gar nicht dran gedacht, dass die Schere ja offen gewesen sein könnte. Auf jeden Fall bin ich am nächsten Morgen in die Schule gegangen. Ich war in der ersten Klasse. Und irgendwann kommt so meine Lehrerin auf mich zu und auch die Mitschüler. Lena, dein Auge ist voll rot. Geh mal zum Augenarzt. Und ich hatte keinen Spiegel. Mir ist es auch gar nicht aufgefallen. Es hat auch dann in dem Moment einfach nicht mehr wehgetan. Und dann bin ich nach Hause und dann kam meine Mama auch abends von der Arbeit und ich habe ihr das gesagt und ihr ist das auch direkt aufgefallen. Und dann sind wir direkt ins Krankenhaus gefahren und die haben uns eben direkt nach Heidelberg in die Kopfklinik geschickt. Und da war ich dann in der Abteilung für Augen und wurde am gleichen Abend noch notoperiert. Der Professor damals, der mich auch operiert hat und der da die Leitung über diese Abteilung hatte, hat eben gemeint zu meiner Mama, ihr Kind ist 7 Jahre alt, ihr Kind braucht sie jetzt, sie können ihr Kind jetzt nicht alleine lassen. Und dann wurde sie eben von der Arbeit freigestellt für einen Monat. Ich war einen Monat quasi mit ihr dann zusammen in der Klinik, habe quasi in der Zeit in Heidelberg in der Klinik gewohnt und wurde in der Zeit 4-mal operiert am Auge. Es ist übrigens dieses Auge, also mein linkes Auge. Und ich habe es damals gar nicht so wahrgenommen, weil es ging wirklich darum, werde ich für immer auf diesem Auge blind sein oder wird man es irgendwie retten können? Und als Kind checkt man das aber nicht. Und ich war eigentlich in der Zeit total glücklich. Ich hatte meine Mama um mich rum. Ich war einfach, ich weiß nicht, ich war einfach glücklich dort. Wir sind, als es mir später besser ging, viel draußen spazieren gegangen. In der Nähe von der Klinik ist auch der Zoo, das heißt, ich kenne den Heidelberger Zoo relativ gut. Und das Einzige, worüber ich mir damals Gedanken gemacht habe, war der Piekser in meiner Hand. Weil wir mussten ja ständig Medikamente gegeben werden und ich hatte dadurch die ganze Zeit, ich weiß nicht, wenn ihr im Krankenhaus seid, kennt ihr das bestimmt, so einen Piekser in der Hand. Durchgehend, quasi den Monat lang und ich konnte nicht mehr malen, weil der dann gepiekst hat. Und wenn man sich das jetzt überlegt, das ist so unreal irgendwie, dass man das als Kind überhaupt nicht gecheckt hat und die Ärzte und meine Mama und mein Papa und alle bangen nur darum, dass ich irgendwann wieder sehen kann. In den Operationen wurde mir meine natürliche Linse entfernt. Jeder hat eine natürliche Linse im Auge, die wurde mir rausgenommen, weil die eben durchstochen war. Und ich hatte einfach nur extremes Glück, dass ich mir die Schere so genau und so präzise in die Mitte ins Auge gestochen habe. Und dass sie keinen Millimeter rechts, links, oben, unten oder tiefer reinging. Weil dann könnte ich jetzt keine Farben mehr sehen, zumindest auf diesem Auge. Dann wäre nämlich die Regenbogenhaut beschädigt gewesen.
Und ich bin sehr, sehr froh, dass das nicht so passiert ist. Ich hatte nach den ganzen Operationen, nach dem Monat Aufenthalt in der Klinik, natürlich erstmal noch eine Kappe drauf. Mein Auge war noch sehr lang verbunden. Ich durfte auch nicht schwimmen gehen. Ich durfte auch noch längere Zeit nicht in die Schule gehen. Und musste mich natürlich extremst schonen. Aber ich hatte, als ich die Augenbinde quasi abnehmen konnte, 26 Dioptrien. Ich glaube, viele von euch können sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Vielleicht die Kontaktlinsen und Brillenträger unter euch, aber ich konnte eigentlich nichts mehr sehen. Eigentlich gar nichts mehr. Ich habe nur Farben erkannt. Ich habe gesehen, wenn da eine weiße Wand ist und vorne dran ein riesiges Regal steht, dann kann ich sehen, weiß und ein Klecks irgendwas Dunkles drin. Ich glaube, viele können sich nicht vorstellen, was das bedeutet, einfach eigentlich nichts zu sehen. Und man konnte das kompensieren, und zwar habe ich Kontaktlinsen getragen und Brille zusätzlich. Man konnte es nicht alles in einer Kontaktlinse verarbeiten und man konnte es auch nicht in einer Brille verarbeiten, weil es eben so eine krasse Sehschwäche dann quasi war. Sonst hätte ein Brillenglas irgendwie 3-4 cm dick sein müssen. Und dann wäre die Brille natürlich so gewesen, das wäre auch nicht gegangen. Deswegen habe ich sehr, sehr starke Kontaktlinsen getragen und zusätzlich eine Brille. Ich hatte 7 Jahre später, also 2008, nochmal 2 Operationen. Das war allerdings dann in einer anderen Klinik. Da wurde mir eine künstliche Linse implantiert, die extra für mich hergestellt wurde. Und die hat sich dann eben nochmal gedreht nach der OP, was eigentlich nicht passieren sollte, aber ist halt passiert. Und dann musste mein Auge nochmal operiert werden und die Linse in meinem Auge besser befestigt werden. Dann konnte ich wieder einigermaßen gut sehen, aber ich werde nie wieder so sehen wie vorher. Aber das ist für mich auch nicht schlimm. Für manche Leute mag das vielleicht schlimm sein, aber ich bin einfach nur dankbar, dass ich überhaupt noch irgendwas sehe. Seid dankbar dafür, was ihr habt, und nicht undankbar oder nicht zufrieden mit eurem Leben, nur weil ihr irgendwas nicht habt. Ihr habt so, so viel. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die gern etwas hätten, was für euch alltäglich ist, was für euch ganz normal ist. Vielleicht, dass ihr gehen könnt, dass ihr sehen könnt, dass ihr euch bewegen könnt, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt, dass ihr fließendes Wasser aus dem Wasserhahn habt. Das ist nicht normal. Und ich will damit erreichen, dass euch das bewusst wird und dass man das zu schätzen weiß, weil ich glaube, dass man das Leben dann ganz anders betrachten kann und auch anders betrachten sollte. Und dass man einfach dafür dankbar ist, was man hat und was man eigentlich für ein tolles Leben hat. Ja. Für mich heute ein sehr emotionales Video. Gerade auch, weil das alles wieder so ein bisschen hochkommt von früher. Ich habe es schon verarbeitet, aber es ist trotzdem noch irgendwie da. Also ich habe ganz viel in der Kunst verarbeitet. Ich habe früher ganz, ganz viele Bilder gemalt, immer von Augen. Ich habe auch als kleines Kind, ich blende euch hier mal ein Foto ein, als kleines Kind meine Babyborn am Auge operiert danach. Also mein ganzes Leben hat sich danach eigentlich nur noch um Augen gedreht. Und ich finde, dass ich das Ganze so eigentlich relativ gut verarbeiten konnte. Und jetzt werden sich bestimmt auch einige fragen, ob ich dadurch eingeschränkt bin in meinem Leben. Nein, eigentlich nicht. Ich kann ganz normal Auto fahren. Ich sehe relativ normal. Ich kann mit dem Auge zwar überhaupt nichts mehr lesen. Wir haben auch schon alles Mögliche ausprobiert. Das funktioniert nicht mehr. Ich lese quasi mit einem Auge. Und Augenbrauenzupfen und so ist ein bisschen schwieriger auf der Seite, weil ich, wenn ich in den Spiegel gucke, da nicht mehr ganz so gut alles sehe. Aber hey, ich kann sehen und who cares? Dann habe ich halt mal eine verkackte Augenbraue, ganz ehrlich. Also wenn mal ein Auge, das hier schlechter geschminkt ist als das andere, wisst ihr jetzt auch warum. Ich kann auch nicht mehr dreidimensional sehen mit diesem Auge. Ich kann nicht mehr, wenn ich meine Hand hier hinhalte, kann ich mit dem Auge nicht entscheiden, ob ich meine Hand scharf sehen möchte oder ob ich die Wand da hinten scharf sehen möchte. Das kann mein Auge nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Und ich habe auch mit diesem Auge überhaupt keine Vorstellung, wenn ich mir das hier zuhalte, keine Vorstellung, wie weit was von mir irgendwie entfernt ist. Ich sehe alles nur noch zweidimensional, als wäre es auf einem Blatt aufgemalt. Und was ich euch jetzt als Message irgendwie mitgeben möchte, ist dankbar zu sein. Das klingt jetzt vielleicht total irrational, aber ich bin dankbar, dass ich
überhaupt noch irgendwas sehen kann, auch wenn es nicht mehr super gut ist. Und ich bin dankbar dafür, dass ich auch in der Klinik, wo ich auf einem Auge, es war immer abgedeckt, auch nichts gesehen habe und so, dass ich wenigstens rumlaufen konnte. Es waren total viele alte Menschen dort, die irgendeine Star-Operation hatten, die dann im Rollstuhl rumgefahren wurden. Und ich habe zu meiner Mama damals noch gesagt, das ist total blöd, weil ich, das ist 15 Jahre her und ich erinnere mich daran, als wäre das wirklich letzte Woche gewesen. Ich habe zu meiner Mama damals gesagt, Mama, warum denn? Mir geht's gut. Guck dir die ganzen anderen Menschen hier an. Mir geht's wirklich super. Ich weiß meine Gesundheit zu schätzen und ich hoffe, ihr auch. Und es fiel mir auch ein bisschen schwer, das zu drehen, aber ich bin froh, dass ich es jetzt gedreht habe. Und vielleicht kann ich ja auch ein paar andere da draußen ermuntern, mit gewissen Schicksalsschlägen umzugehen. Ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mal in die Infobox schaut. Da sind meine ganzen Social Media Seiten und so verlinkt, wenn ihr mich da irgendwo liken wollt oder so oder mir folgen wollt. Ich bin manchmal auch auf Snapchat sehr aktiv, manchmal nicht so, manchmal sehr. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr mir da folgt und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!